Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn neben mir steht ein Schauspielstar, Christine Neubauer. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wie Sie das erleben, wenn Sie definiert werden. Also Männer sagen, die ist erotisch. Frauen sagen, die kann anpacken, die kann man sich verlassen, die kann Dinge bewegen. Welche Definition haben Sie selber? Warum sind Sie erfolgreich? Es ist alles zusammen, vor allen Dingen, weil Frauen hinter mir stehen und Männer gleichermaßen. Und die Beliebtheit beim Publikum, bei allen Geschlechtern. Und es ist ja nicht so, es sind ja auch sehr viele junge Mädchen oder sehr viele Kinder, die sehr gerne meine Filme sehen. Also es ist so, eben, es zieht sich eine Sympathie durchs breite Publikum. Aber Sie würden dem auch nicht widersprechen, also gerade aus der Perspektive der erwachsenen Männer, sage ich jetzt mal, dieses Thema Vollweib, was Sie ja auch bedienen, dass das mit zum Erfolg trägt. Würde ich nicht ausschließen, aber ich denke, das schließt auch Frauen mit ein, denn Frauen, wir wollen ja auch, wenn es ein Vorbild gibt, also jetzt in Anführungszeichen, wo man sagt, da ist die Neubauer, die steht für ihre Weiblichkeit, und da werde ich ja ganz oft von Frauen angesprochen, dass sie sagen, das finden wir gut, und zwar mit einer Kraft und eben mit so einer Unaufgeregtheit, also so einfach, ich bin halt einfach da. Wir sind da und machen vor allen Dingen auch Dinge selber. Also wir haben eben schon über Ihre Buhlschaft gesprochen, wo Sie sich also tatsächlich einer riesigen Schlange widmen, die Sie auf dem rechten Arm haben. Und Sie reiten auch. Also dieses selber machen, auch im Fernsehen, das ist schon irgendwie wichtig für Sie, oder? Ja, die Schlange, die versuche ich natürlich zu handeln. Die Schlange ist ja, die ist 2,5 Meter lang, die wiegt 13 bis 15 Kilo. Das ist ein Muskelstrang, der sich da bewegt, und den muss ich natürlich im Griff haben. Das ist eine ganz gute Übung fürs Leben übrigens, die Schlange im Griff zu haben, die aber sich aber bewegt. Auch hier. Ich meine, man sieht, ich habe auch in der letzten Zeit wieder etwas mehr trainiert, vor allen Dingen die Bauchmuskeln, um diese Vorstellung gut in den Griff zu kriegen, weil es wäre ja peinlich, wenn ich mich da am Tisch lasziv ablege, die Schlange habe und dann mit der Bauchkippe nicht mehr hochkommt. Das wäre ein bisschen blöd. Aber eben dieses sich nicht dubeln lassen, das ist für Sie auch schon wichtig, oder? Ja, also bis zu einem gewissen Grad, auch in den Filmen, wo ich das machen darf. Also ich finde vor allen Dingen wichtig, bei der Kamera zum Beispiel, dass die nah dran ist, dass es der Schauspieler ist. Also wenn ich eine Tischlerin spiele, historisch an einem Sägeblatt, dann schneide ich die Bretter selber. Das war bei Hannas Entscheidung. Für diesen Film habe ich auch 4 internationale Preise bekommen. Und das ist eben genau dieser Unterschied. Ich möchte nicht eine Schauspielerin sein, die einen Beruf spielt, sondern ich möchte die Figur im Film sein, die den Beruf ausübt. Und das merkt man. Das merkt man, wie man das Holz angreift. Und deswegen mache ich das alles, soweit es geht, selber. Es hat gewisse, zum Beispiel als Pastorin Motorradfahrten. Dafür habe ich einen Motorradführerschein gemacht. Aber gewisse Szenen, wie sie fährt, übertrieben schnell in den Kurven und dann passiert ein Unfall, das mache ich natürlich nicht selber, das darf ich ja gar nicht selber machen. Da gibt es die Versicherung beim Film und die schreit, nein, 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 Frau Neubauer ist ausfallversichert, die darf das gar nicht. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich bin der Motorrad-Crack, was ich nicht bin, da war ich froh, dass mir das abgenommen wird, weil das ist das Einzige, wovor ich eigentlich wirklich Angst hatte. Aber, und ja. Also was aber auch nicht vergessen werden darf, ist, also die Frau Ziegler zum Beispiel, Produzentin, die mit der sie viel machen und mit der sie viel gearbeitet haben und arbeiten, die sagt eben, dass da was ist, wenn sie in die Kamera gucken. Da ist nicht jeder hat das dann. Also die Kamera verwandelt auch. Wie leben Sie mit dieser
ja, mit diesem Kompliment auch. Es ist ein sehr großes Kompliment. Und das ist auch, ich meine, wenn man über sich selbst, wenn Regina Ziegler das sagt, finde ich das natürlich unglaublich schön. Und ich denke, es ist auch die Quintessenz des Erfolges, wenn man, oder wie ich mal als junge Schauspielerin begonnen habe, und dann bleibt man einfach im Hirn. Also man bleibt dem Zuschauer. Da haben die meinen Namen noch nicht gewusst und haben gesagt, also diese Darstellung, dieses Gesicht, die haben sich sofort an mich erinnert. Und das ist eben eine Kamerapräsenz, wo ich eben rot wäre, wenn ich jetzt über mich das selber dieses Lob machen soll. Das ist etwas, das hat man oder man hat es nicht. Das nennt man auch Begabung, das nennt man Esprit, das nennt man eine gewisse Art von Ausstrahlung. Und das ist eben der Unterschied, was jemand dann zum Star macht. Mich jetzt auch zum Publikumsliebling, was natürlich auch Schattenseiten mit sich birgt. Die da wären? Die da wären, dass wenn man zu beliebt ist beim Publikum, das natürlich für viele anrüchig ist. Also ich sag jetzt mal, wo man sagt, wow, das kann ja nicht sein, die hat Erfolg beim Publikum. Das kann ja nicht gut sein, weil normalerweise wird etwas als gut bewertet, was keinen Publikumserfolg hat. Das ist meistens gut. Also meinen Sie auch so Neider? Also, natürlich. Ich meine, Erfolg muss man sich verdienen, ja. Erarbeiten. Mitleid kriegt man geschenkt. Und Neid ist eine große Form des Beweises, dass man auf der anderen Seite erfolgreich ist. Wie spüren Sie das, dass da Neider sind? Ich meine, da kommt ja keiner zu Ihnen hin und sagt, eigentlich bist du überhaupt nicht so gut, wie du Erfolg hast. Gut, es kommt halt manchmal, Leute lachen einen aber ins Gesicht und hinterher ziehen sie über mich her ohne Ende. Das ist ganz klar. So Zeitungskritiken, wenn Sie irgendwo gespielt haben, im Theater oder wenn Sie einen neuen Fernsehfilm rausgebracht haben, inwieweit tangiert Sie das und reflektieren Sie das? Konstruktive Kritik, damit meine ich, wenn die Arbeit, wenn die Sache kritisiert wird, nehme ich zum großen Teil an, wenn es mir einfach einen neuen Blick auf das Ganze zeigt, wo ich sage, ja, konstruktive, ich bin aufgewachsen, als Schauspieler muss man immer, man wird immer der Regisseur am Theater, man muss immer Kritik umsetzen. Das ist ein professioneller Vorgang. Mhm. Gerne. Die andere Art von Kritik, die ich nicht mal als solches bezeichnen würde, die Häme, um sich selbst zu beweihräuchern, weil man einen tollen Satz gefunden hat, was aber nichts mit der schauspielerischen Arbeit zu tun hat, sondern wo es um Schuhe, wo es um Optik, wo es einfach um ein Vorurteil geht, weil man selbst journalistisch sich keine Gedanken macht, sondern einfach das nimmt, das wurde mal geschrieben, das kann ich wunderbar abschreiben, brauche ich selber keine Gedanken zu haben und finde mich ganz klasse. Mhm. Das ist für mich keine Kritik und die versuche ich auszublenden. Ich bin natürlich auch nur ein Mensch. Es gibt immer eine Steigerung von Häme, die dann sehr verletzend ist. Klar. Wir sind alle nur Menschen und ich bin auch noch Krebs. Ich bin sehr sensibel und habe gelernt zu überleben. Diese Sensibilität, die müssen Sie ja auch dann mitbringen, wenn Sie am Filmset sind. Und da gibt es ja nun auch die unterschiedlichsten Kollegen, sehr arrivierte Kollegen, auch Hollywood-Kollegen, dass wenn die also sich auf eine Szene vorbereiten und da hinten kratzt sich einer am Kopf, dann sagen die, Schluss, aus, da geht nichts mehr. Mhm. Haben Sie für so ein Verhalten Verständnis? Also das ist professionell. Also es gibt gewisse Dinge, dass wenn der Schauspieler jetzt hier so vor der Kamera ist und ich bin, mein Partner ist ja dann die Person neben der Kamera. Und wenn in meiner Eyeline, nennt man das, dass dahinter sich etwas bewegt, was auch immer, dann geht automatisch, das ist ein Reflex, die Pupille, das mache ich gar nicht, geht da mit. Das heißt, ich bin in meiner Konzentration, heißt in meinem Gefühl. Das kommt darauf an, welche Szene ist. Wenn das ein Monolog ist, wo ich zwischendurch dann Tränen in den Augen
kriege und dann wieder zurückgehe oder was auch immer. Und dann läuft da hinten einer rüber, der bohrt sich in der Nase, kratzt sich am Kopf und sagt, hey, sitz, Halligalli, was gibt's denn im Catering zum Mittagessen? Absolut verständnisvoll. Das, was der Kollege macht, wenn er sich dann aufregt, das ist professionell. Das, was der Typ da hinten macht, ist nicht professionell. Dann gibt es aber auch diese Grauzone, nicht? Wo man sozusagen dieses, wo sich manche Schauspieler dann auch wahrscheinlich ein bisschen zu wichtig nehmen und Dinge abbrechen. Und das kann sich auch nicht jeder leisten, dieses zu sagen, jetzt hör mal auf, jetzt. Wobei, also das hinter der Kamera in der Eyeline rumlaufen, das ist ein respektvolles Verhalten dem, ich sage jetzt da in dem Fall wirklich dem Künstler gegenüber, weil ich präsentiere mein Gefühl. Wie soll ich das haben, wenn sich der da hinten den Popel aus der Nase zieht? Entschuldigung, das nicht. Das andere, was Sie jetzt meinen, dieses dievenhafte Verhalten, wobei ich Diva jetzt nicht negativ finde, aber dieses, es gibt sehr viele männliche Dieven auch, also ja, um jetzt, Gottes Willen, by the way. Ja. Das glaube ich, kann sich in Deutschland, das ist aus einer veralteten Zeit. Also das ist in Deutschland, also wenn es richtig, wenn es an die Arbeit gibt, die Zeit wird immer knapper. Also dieses Verhalten kann sich niemand mehr leisten. Ich hab das sowieso noch nie drauf gehabt, aber wenn jemand anderer sagt, ach Moment, ich brauche noch eine Minute, ich habe die Szene nicht, ich muss mal überlegen, wie hoch geht der kleine Finger, wenn ich darüber nachdenke, ist das jetzt, das sind Hollywood-Märchen. Mhm. Das hat es gegeben vor 100 Jahren bei Marlon Brando, als der gesagt hat, ich ziehe mich nackt aus, damit es von mir nur eine große gibt, weil dann dürfen die das da unten nicht filmen. Also hat er mal wirklich gemacht. Würde heute niemand stören. Sowas gibt, ne? Na, sowas gibt es in Deutschland nicht. Oder Marilyn Monroe, die dann nicht mehr aus ihrem Trailer gekommen ist. Es gab in diesen, vor meiner Zeit, gab es so gewisse deutsche Dieben, wo man auch schon hörte, die kamen dann irgendwann, weil sie irgendwas, eine Fliege gestört hat, nicht aus ihrem Wohnwagen und sagt, ich komme erst in einer Stunde, weil das Make-up noch mal erneuert wird. Also sowas hat es bei mir noch nie gegeben und habe ich mit den Kollegen, die ich gedreht habe, auch noch nie erlebt. Aber Sie haben ja wahnsinnig viel gedreht. Ja, also es gab mal so, ich sag mal so vor 3, 4 Jahren gab es ein Feuerwerk von Christine Neubauer. Ja. Also da haben Sie, da musste man nur den Fernseher anschalten. Und ich glaube, einer hat es mal nachgerechnet und festgestellt, sieben Tage, falsch. Also übers Jahr, mal 24 falsch. Stunden falsch. Könnte man sie sehen. Aber auf jeden Fall der Grundgedanke war wahrscheinlich nicht falsch. Reproduzieren Sie doch das Falsche, Ihnen jetzt rein rechnerisch schon wieder liegen kann. Nein, eben, das ist genau der Punkt. Sie greifen jetzt das ab, was einer mal falsch geschrieben hat. Frage ich Sie ja. Ja, genau. Und nicht nur Sie, sondern 100.000 andere. Und Sie fragen mich immer die eine vorgefertigte Meinung von vor 5 Jahren, die nicht mehr stimmt. Ich sage Ihnen jetzt rein rechnerisch, ich kann Ihnen alles widerlegen. Es stimmt ich war nicht. Ich meine mit der Frage doch gar nicht das zu Ende. Ja, nein. Aber gut. Ja? Ja. Das Ja hat wie viele Wochen? 52. Exakt. Also gibt es 52 Freitage im Jahr, wenn wir von meinem Sendeblatt sprechen. Haben Sie recht. Ja, 52 Freitage. Ich habe über 5 Jahre lang 5 Filme pro Jahr gedreht. Ja. Also 5 neue Filme pro Jahr. Wenn die in demselben Jahr gesendet werden, sind es von 52 Freitagen 5. Ja. Wie kann ich dann jeden Freitag am Sender sein? Ne, das Gemeine ist ja, dass ja, sagen Sie es mal, beantworten Sie doch. Die haben ja ihre Wiederholung, das wollte ich ja noch mal sagen, wo sie ja gar keinen Einfluss drauf haben. Ja, sie haben, auch. Sie, ja, und dadurch hat sich natürlich viel sozusagen trotzdem, in dem Jahr... Trotzdem, auch mit Wiederholungen kommt das nicht zustande. Gut, mir geht es auch gar nicht um die Zahl. Ich finde es einfach einem Schauspieler gegenüber auch schwierig, ja? wenn man seine Sachen permanent immer wieder im Fernsehen wiederholt, weil dadurch doch auch eine Abnutzung passiert. Und der Schauspieler hat nichts davon. Aber wissen Sie, warum die das wiederholen? Weil sie so beliebt sind.
weil die so viel Erfolge damit haben. Ja. Die haben mit der 100. Nee, mit der 39. kann ich ganz konkret sagen, ein Sommer auf Sylt. Die 39. Wiederholung, 39. in der ARD Hauptabend hatte mehr Quote als die letzten Neusendungen. Ja, ja, was machen wir dann als Sender? Ja gut, also da könnte ich jetzt mich richtig lange auslassen. Ich die haben auch. Ja, die haben ja unsere Gelder. Und dann denkt das Publikum, das sich übrigens über die Wiederholungen freut, weil ich kriege ja die Reaktionen vom Publikum, nicht die Presse, sondern ich kriege die ja, die sich freut, oh, wir haben schon wieder einen Film gesehen und den habe ich schon so und so oft und ich schaue den immer wieder gern oder... Ja. Das darf man nämlich auch nicht unterschätzen. Dieses Wiederholen war ja lange Zeit ein komplettes No-No im deutschen Fernsehen. Also wenn da was wiederholt wurde, hat man gesagt, der Fernsehsender, der hat kein Programm, der wiederholt. Jetzt stellt man fest, dass Wiederholung eigentlich was ganz Tolles ist. Fuchteln Sie nicht so mit der Hand rum und dann nicht vor meinem Gesicht. Das geht ja gar nicht. Ja, aber, genau. Aber der Erfolg ist, dass Sie mich fest im Arm nehmen. Ja, sehen Sie, jetzt habe ich Sie im Griff. Ja, fest. Im Arm. Nein, nein in der sag mal Hand. Zärtlich genannt, in der Hand. Ich habe sie in der Hand. Sie hat mich in der Hand, mit zwei Händen, da habe ich keine Chance. Ja, genau. Tut mir wirklich leid. Ja, naja, aber ich verstehe das. Man arbeitet ja mit seinem ganzen Körper. Was wollten Sie fragen? Ich wollte Ihnen nur beipflichten, dass man die Wiederholungen nicht so oft Nein, jemanden zeigen sollte. Ja. Aber das ist ja vorbei. Und dann habe ich jetzt. Nee, das ist vorbei. Aber was das Publikum nicht weiß, ich kriege wirklich keinen Cent. USA wäre ich eine Multimillionärin. Das bin ich nicht. Ich bin die einfache Christine, die keinen Cent kriegt. Und dann noch eins obendrauf, weil man sagt, die ist ja so oft zu sehen. Ja, ich finde das gar nicht. Aber das bin ich auch nicht mehr. Ja, nein, es hat. Ja, aber ich finde ja jetzt ihre Kurve sehr interessant. Ja. Dass Sie ein Tape jetzt gemacht haben, wo Sie sozusagen sich nochmal für ein Casting vorstellen. Ja. Und da frage ich mich natürlich, also jemand, der so viel gedreht hat, der so viel verschiedene Rollen gespielt hat, warum machen Sie nochmal ein Castingband, wo Sie sozusagen Ihre verschiedenen Qualitäten nochmal demonstrieren? Weil ich nie ein Castingband hatte. Und ich habe auch nie eins gebraucht. Ja. Vielleicht brauche ich das jetzt auch nicht, aber ich bin ein neugieriger Mensch. Ich finde, jeder Stillstand ist in meinem Beruf schlecht. Man muss sich immer weiterentwickeln. Ja. Und ich bin neugierig, auch dazu zu lernen. Und es gibt mit Sicherheit eben diese vorgefertigten Bilder. Und es gibt vielleicht jüngere Regisseure oder es gibt Produktionen im Ausland, die mich nicht kennen, vor allen Dingen nicht mit dem Vorurteil kennen, wo man so sagt, Christine Neubauer und dann gehen die ganzen Schubladenbilder auf. Ja, machen Sie die Schublade jetzt nicht selber auf. Damit, nein, also, will ich nur, das ist, ist ein Statement, also das ist eine Feststellung, ohne die zu werten. Eine Schublade ist ja psychologisch ganz was Normales, denn wenn ich eine Schublade von einem Menschen habe, dann weiß ich genau, wie der ist. Ich habe den eingeordnet und ich habe keine Angst vor dem Menschen. Wenn die mich nicht einordnen würden, dann würden sie ja Angst haben. Nee, und Sie machen sozusagen da wirklich noch mal was Neues. Und das finde ich also gut, weil ja viele glauben, also ich bin der und der und muss überhaupt nichts mehr. Wer was von mir will, der weiß sowieso, wie ich bin. Also, ich möchte vielleicht auch einen neuen Blick öffnen. Vielleicht sieht man da was. Das sind natürlich Filme, die ich gut finde und die mich in verschiedenen Facetten zeigen, also von Komödie bis Drama. Ja. Plus eben ein englisch gedrehter Film, wo man mich eben Originalton sieht, wie ich in Englisch, also wie ich auf Englisch spiele. Ja. Und das ist natürlich eine Facette, die man jetzt hier vielleicht auch gar nicht weiß. Und insofern gehört das zum Programm. Jetzt kamen Sie bei Strasberg, wo wir über Englisch, Amerika, New York, war sie in der Strasberg-Schule, hat da natürlich viel gelernt. Das könnten Sie ja da jetzt sozusagen noch mal rausholen, was Sie da... Das ist ja auch mein Pfund, das ich irgendwo unten habe. Und das ist auch das, warum ich mich wirklich sehr gut in dieser anderen Sprache ausleben kann für eine Rolle. Also das macht, weil ich dort natürlich daran gearbeitet habe, an Rollen gearbeitet, vorgesprochen habe, damals in New York, auch im Actors Studio vorgesprochen habe. Und da gibt es ja so Auditions und da spricht man vor und das mit Kollegen Szenen erarbeitet habe. Also insofern, der Umgang
mit der fremden Sprache innerhalb einer Rolle ist jetzt kein Thema. Man muss ein bisschen länger lernen in einer anderen Sprache. Das klar. Nee, aber dann, am besten ist, man lebt da ein bisschen, dann geht es noch besser. Ja. Aber haben Sie jetzt diese Tapes nach Hollywood verschickt zum Beispiel? Ach, die, doch, der ich Ruf. Bin doch Realist. Warum? Ich bin ein Realist. Also wenn Sie sich mal angucken, also, da alles... In Hollywood schaffen es gerade mal Männer, aber nur, weil sie kleine Bösewichte spielen können. Ja. Ja. Ja, es gibt erfolgreiche Frauen auch, also so ist ja nicht. Deutsche. Deutsche, na ja, gut. Deutsche ja, ist weniger. Deutsche, erfolgreich ja. In Hollywood. Warum soll ich jetzt ein Band nach Hollywood schicken? Wo schicken Sie den denn dann hin? Bleiben wir mal hier auf dem Boden. Also mich wird Europa, wird mich reizen, Spanien. Mhm. Wissen Sie, zu wem ich Bilder geschickt habe? Das Band war ja noch nicht fertig. Nein. Zu wen ich ganz großartig finde, Almodovar zum Beispiel. Das würde mich reizen. Würde mich reizen. Und es sind bereits Bänder verschickt nach Chile, weil es dort eine konkrete Arbeit an einer Fernsehserie gibt. Ah, Chile, ja. Chile. Und ich würde auch zum ersten Mal neben Englisch in Spanisch drehen. So. Wir hatten schon mal eine Diskussion, die, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber wir standen mal irgendwo zusammen und dann haben wir über den Erfolg amerikanischer Serien gesprochen. Mhm. Und da haben Sie also gesagt, das können wir auch. Sie haben überhaupt kein Verständnis gezeigt, warum dieses Breaking Bad oder House of Cards oder dass solche Serien ja. nicht bei uns auch produziert werden könnten. Und warum passiert das nicht? Ja, ich produziere es ja nicht. Also ich bin ja nicht aber die sind, Senderunion. Ja. Nein, ich bin ja nicht der Sender. Weil man in Deutschland sich das nicht traut und wenn, wird es anders wahrgenommen. Wobei die Serien auch wirklich gut sind. Also das zu entwickeln, ich meine, man redet natürlich auch immer vom Geld. Das ist schon klar, dass dort noch mal was anderes zur Verfügung steht als bei uns. Das hat mir auch Regina Ziegler wieder erzählt, die auf der Messe in Los Angeles war und gesagt hat, ja, die Serien bei uns so und so viel und dort schon mal das Dreifache oder so. Das ist eines. Das andere ist auch der Mut und dass dieser Mut zugelassen wird. Wir haben die Kreativen. Ja, ich wollte gerade mal ganz provozierend fragen, haben wir die Schauspieler nicht? Das ist das Wenigste. Ja, nein, wirklich. Ja. Meine Kollegen, die deutschen Schauspieler, sind top. Also wir brauchen überhaupt mit keinem Vergleich zu scheuen. Das ist top, daran liegt es nicht. Dem Schauspieler muss ein Bett bereitet werden, wo er reinlümmeln kann. Die Stärke rauskommt. Das Bett ist das gute Drehbuch. Das Bett ist der tolle Regisseur, der genau das erkennt, wie Quentin Tarantino Walz erkannt hat. Mhm. Das zu bereiten, das zu erkennen, die Qualität ist da, das liegt alles hier rum. Und auch die Umsetzung, die Autoren, die Regisseure. Das Fernsehen ist zu feige. Das Bett, sowas zuzulassen und dann natürlich immer man schielt, wie wird es bei uns aufgenommen. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, dasselbe, wenn das Deutsche machen, dann schauen wir doch schon gleich mal so ein bisschen, naja, was haben die denn da schon wieder versucht? Ja, das Schlimme finde ich ist, dass es alles kopiert wird, ja? Dass es sozusagen keine Eigenständigkeit gibt im Fernsehformate, das ist doch alles. Da sind wir wieder bei der Angst. Das ist alles aus den Anglo-Ländern hier importiert, da ist die Angst fast keine eigene Idee dabei. Ist der größte Gegner der Kreativität. Jawohl. Weil man hat, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Man hat ja sein Reihenhaus und muss es abbezahlen. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Christine Neubauer, ich habe jetzt mit Ihnen ungefähr so 20 Minuten gesprochen und ich stelle fest, Sie haben eine ungeheure Powerstimme. Aber die haben Sie auch, wenn die Kamera aus ist. Wie halten Sie das aus? Also es ist ja immer laut. Ich kann es gut. Ich halte es ganz gut aus. Das muss die Stimme auch aushalten.
Ja, die Stimme, die hält es, da müsst ihr jetzt sagen, wie alt ich bin, das weiß man sowieso, die hält es so ein halbes Jahrhundert schon aus. Die Leute, also jetzt so am Tisch und vor allen Dingen, das ist ja eine gestützte Theaterstimme, ne? Da bin ich ja, wo kommt die hier, die kommt aus dem Zwerchfell. Aus dem Zwerchfell. Von hier innen, hier kommt die, kommt die raus. Ja. Das Schlimme ist, ich bin ja so ein südländisches Temperament, also ein bayerisch-südländisches Temperament. Ja, ja, ja. Und wenn das Temperament dann durchbricht, dann wird die Stimme immer, um das zu unterstützen natürlich, ja, wird das immer lauter. Und teilweise denken sich dann die Leute am Tisch, um Gottes Willen, das ist ja peinlich, die ist so laut. Und die anderen Tische schauen so rum. Ja, ja. Da versuche ich mich dann zu zügeln. Also ich merke das schon, aber das ist so, also ich meine, es ist zum ersten Mal eine trainierte Stimme, eine gestützte Stimme und dann mein Temperament. Aber meine Mutter ist auch so laut, meine Cousine, die auch. Ist auch so laut. Das, ja, ist wahrscheinlich, vielleicht haben wir irgendwas in unserer Familie mal dazwischen, was so laut gestikulierend. Auf jeden Fall kein Mauerblümchen, nicht? Also das sind Sie wahrlich nicht. Das können Sie, geht ich schon. Ich war sehr schüchtern früher. Wirklich? Ja, ja. Was hat den Umbruch gebracht? Ja, das ist natürlich schon, ich komme ja aus einer Familie, die mit Schauspielerei überhaupt nichts zu tun hat. Also meine Eltern hatten eine kleine Offset-Druckerei, zwei Maschinen. An der einen mein Vater, also an der großen Heidelberger mein Vater und an der kleinen Roter Printmaschine, das kennt man heute gar nicht mehr. Meine Mutter, und das hat ja heute, was die gemacht haben, damals gibt es nicht mehr. Hat die Kopiertechnik und Computertechnik alles übernommen. Und da komme ich aus dieser Familie und ganz normal in der Schule. Ich war eher ein ruhiges Kind, immer sehr kreativ, aber ich musste das nicht jetzt als Klassenclown mich beweisen. Ja, aber wann kam die andere, Christine? Die andere Christine, die immer noch nicht die ist, die sich jetzt, ich bin sehr zurückhaltend, ich bin auch nicht die, die jetzt rüberkommt und sagt, hier kommt der Star, das ist mir, ich bin sehr bescheiden mit beiden Beinen auf dem Boden, aber die Arbeit an mir, die ist natürlich im Schauspielunterricht muss man sich mit sich beschäftigen, das ist ja auch so eine psychologische Arbeit mit sich selbst, so ein Finden und Suchen, wo man selber ist und der eigenen Gefühle. Und das wächst ja immer mit dem Leben. Kommen ja immer mehr private Gefühle aus dem privaten Gefühlsschatz dazu, die dann irgendwo in Rollen kanalisiert verarbeitet, ja, werden. Ja, ja, ja. Und also man muss, wenn man an einer Rolle arbeitet oder als Schauspieler sehr viel an sich auch arbeiten. Aber es hat auch einen Vorteil, denke ich mir manchmal. Ja? Also Sie können Ihre Aggression so richtig rauslassen, da oben auf der Bühne oder im Film. Und manchmal wünschte ich mir, dass andere das, diese Möglichkeit auch hätten. Ja? Es ist auch eine Form von Therapie. Also wenn man das braucht, ja, wenn man das braucht, dann jeder ist, braucht das mal. Also genau, mal so richtig so. Oh, alles also den Psychiater, ja, mit der Couch braucht man als Schauspieler nicht unbedingt. Also man hat sehr viel Gelegenheit, gewisse Dinge, auch persönliche Gefühlswelten zu verarbeiten innerhalb einer Rolle. Ja. Haben Sie denn eine Rolle, wo Sie sagen würden, die würde ich nie machen? Also wo Sie sagen, das wird mich auch psychisch überfordern. Ich denke an so einen Schauspieler. Dummheit überfordert mich psychisch oder Plattheit in Frauenrollen. Ja. Das würde ich nie machen. Also jetzt früher. Die dralle Bayerin, die dumm ist und nur irgendwie einen Busen raushängen lässt. Also jetzt nicht wirklich raus, sondern so, ja, so was. Und das war eben nicht als Kabarett, ja, mache ich sowas gerne. Ja. Aber nicht, wenn es ernst gemeint ist, wenn die Frauenfigur, aber das ist mir jetzt schon länger nicht mehr passiert, aber da habe ich Rollen abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, also da bin ich wirklich zu sehr Bayerin und zu sehr Frau, als dass ich das Bild so darstellen lasse. Das ist für mich ein No-Go.
Das ist, jetzt ist ja ganz interessant, also München TV, die machen eine München-Serie, nicht auf unserem Kanal, was natürlich schade ist. Aber trotzdem, da es eine Münchner Serie ist, erzählen Sie mal, was Sie da machen. Also das ist München 7 und meine Rolle seit 10 Jahren, die Elfi Pollinger, Obst und Gemüse am Viktualienmarkt. Also ab 4. August gehen die Dreharbeiten wieder los. Natürlich nicht jeden Tag am Viktualienmarkt, aber die ganze Münchner Innenstadt, wobei ich als Standelfrau, original Münchner Standelfrau. Passt, oder? Passt. Also sage ich jetzt mal so. Original München passt, was ganz selten ist. Laute Stimme, also die Damen auf dem Viktualienmarkt, die wissen auch, was sie wollen. Und nicht aufs Maul gefallen. Ja. Genau. Verstehst? Und wenn und da gibt's eine, das Herz am rechten Fleck, wenn die sagt, du geh mal daher, das geht jetzt nicht so, dann ist das so. Nein, und ich kann aus meinem vollen, aus Wurzeln schöpfen. Ja. Ich bin so aufgewacht, diese Typen, die Franz Xaver Bogner da zeichnet. Die gibt es wirklich. Die hat es auch gegeben, so bin ich aufgewachsen. Und da hat der diese Geschäfte gemacht und der das. Und ich meine, die Standelfrauen sind ja auch schon so ein bisschen so. Da gibt es eine Frau Fett, kennen Sie die? Das ist die Chefin vom Viktualienmarkt. Spielen Sie jetzt auf den Tanz an? Nein, okay. Ich spreche nur auf diese Frau an. Also die auch ein sehr impulsiver und straighter Charakter ist. Also Sie kennen sie, oder? Ja, also ja. Wenn die mitgetanzt hat, die Sprecherin vom Viktualienmarkt immer beim Marktweibertanz am Fasching. Die tanzt da bestimmt mit. Aber auf jeden Fall ist sie die Stimme. Also wenn da des irgendwie Marktes. Des Marktes, genau, wenn da der Viktualienmarkt umgebaut werden soll oder so, dann ist sie diejenige, die da protestiert. Finde ich auch richtig. Ja, ne? Also obwohl, wenn man so in den Keller reinguckt vom Viktualienmarkt, dann ist das schon renovierungsbedürftig. Ja, der soll er nicht einstürzen. Und wenn man zum Beispiel, ich will jetzt nicht mit der Toilettensituation anfangen, dass für die Beschäftigten, die wirklich am Viktualienmarkt, ich glaube, es gibt eine Toilette, das finde ich jetzt auch. Ja, also das, gut, aber die Rolle macht Ihnen auch Spaß, oder? Wir können ja mal hier lang gehen, dann gehen Baustelle. Wir von der Baustelle. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Genau. Die macht Ihnen Spaß, oder, die Rolle? Das ist für mich wirklich zu meinen Wurzeln zurück. Das kommt aus den ganzen Eingeweiden raus. Und da kann ich mich auf einer anderen Form, auf einer sehr heimischen, sehr heimeligen Form, total ausleben. Ich finde schön, wie Sie dann immer auf Ihren Bauch gehen. Weil da kommt der Schauspieler her, oder? Ja, ja. Ja. Die Kopfschauspieler gibt es auch, aber ohne das abzuwerten, es war nie meine Form. Und die Emotionalität, die bringen Sie natürlich auch volle Kanne mit rein. Ne? Das ist ein großes Becken, aus dem unsere Kunst, wenn man es mal so nennt, besteht. Och, die doch, Emotionalität, die man selber hat. Auf jeden Fall. Wie ist so Theater und Fernsehen? Unterschiedlich. Ich meine, es ist schon sehr unterschiedlich. Ja, nicht? Ja. Und präferieren Sie eins von beiden? Nein, beides gleichermaßen. Also ich meine, ich habe am Theater begonnen und habe zwischendrin eben mehr Fernsehen gemacht, bin aber, habe das Theater nie verlassen, bin immer wieder eben wie jetzt Jedermann Buhlschaft. Ja. Und wir bereiten ja auch ein neues Stück vor, weil Jedermann ist ja ein Freilichtspektakel und wir arbeiten gerade an einem neuen Theaterstück, was dann im Winter wirklich auch in der Gegend um München, aber auch ein bisschen in Bayern spielt das Königlich-Bayerische Amtsgericht, darf ich schon verraten. Mhm. Aber das wird eben ein Stück für innen, also für ein Haus, für Theater. Und da bereite ich das jetzt eben schon vor und da geht es auch weiter. Also ich habe die Bühne nie verlassen. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass gerade für Sie, also ich so emotional und dass dieses Spüren auf der Bühne, wenn die Leute dann klatschen, das müsste Ihnen noch den Megakick geben, oder? Ja, das ist auch. Das ist eben eines der größten Unterschiede. Das ist der direkte Kontakt zum Publikum und das direkte Feedback. Ja. Also man hat eine Pointe gesetzt und es kommt der Lacher. Das ist das Schöne. Man hat eine Szene gespielt und kriegt einen Szenenapplaus. Ja. Das ist der direkte Dank. Bei Filmen
die ich liebe, weil ich liebe auch die Kamera. Das aber hat eine komplett andere Arbeitsweise. Was denken Sie denn, wenn Sie da in die Kamera gucken? Haben Sie da irgendeinen Gedanken, dass das Ihre Freundin ist, der Sie die Geschichte erzählt? Nein, oder? Aber es ist eine Person. Also ich rede mit den Menschen in dem Fall, weil hoffentlich sehen das ganz viele. Aber ich rede jetzt wirklich, ich rede mit den Menschen und ich schaue den ganz speziell. Dabei ist die Kiste ja eigentlich ziemlich tot, ne? Also die Kamera an sich. Ja, nicht für mich, das ist ein Partner, das ist ein Freund und das ist auch ein ganz, also jetzt bei Dreharbeiten, ganz ein intimer Partner, der ganz nah an mir dran ist und auch wenn ich eben eine Szene spiele und ich denke das Gefühl, dann geht es über mein, ich muss das nur denken. Und eben nicht spielen, wenn ich das jetzt spielen würde wie im Theater, wäre es in der Kamera schlecht. Es gibt ja so einen Satz, von den auch irgendeine Schauspielerin mal gesagt hat, wenn du, und damit meinte sie, wenn du als Schauspielerin einen Gedanken hast, wie man den Film noch besser machen kann, schluck ihn runter und sag ihn überhaupt nicht. Nein. So? Ja, also ob es was nützt, ist die andere Frage. Ich sagt es immer. Ja. Ich bin ein nicht niederzukriegender Optimist in der Beziehung. Ich meine, die sagen halt, der blöde Schauspieler sagen kann das, wir machen dann trotzdem, was wir wollen. Und hinterher kriegt es der Schauspieler drauf, wenn der Film nichts ist. Aber ich sage auch nicht, ich habe das Wunder erfunden, dass jeder alles ein Erfolg wird. Das haben wir ja alle nicht. Ein Erfolg entsteht und teilweise können wir das ja überhaupt nicht beeinflussen. Aber wenn ich eine Meinung habe, dann sage ich die immer. Ob sie akzeptiert wird, das ist das andere. Denn da kann man sich ganz schön auch die Finger verbrennen, ne? Wenn der Regisseur aber das muss man ihm dann vielleicht mal in einer Drehpause sagen. Es gibt ja auch gewisse Formen, wie man mal was mitteilt. Genau, mit der Brechstange ist natürlich schwierig, aber es gibt ja auch subtilere Formen, jemanden wohin zu bringen. da setzen Sie Ihre ganzen Stärken ein, die von Ihrem Publikum so geschätzt werden. Nein, wissen Sie was? Ich überzeuge einfach, indem dass ich recht habe mit der Qualität meiner Aussage. Dann kann man Ihnen nur recht geben. Das spüre ich jetzt schon. Das ist gar keine Frage. Nein, sehr schön. Also und was wollen Sie jetzt so als? Also ich meine, Sie haben doch sicherlich noch so einen großen Wunsch. Den würde ich gerne noch aus Ihnen rauspressen. So einen großen Wunsch. Ich meine, das ist natürlich immer das, dass sich mit weiterentwickeln, weiter bewegen, dass es nie langweilig wird. Also ich meine jetzt langweilig für mich als Schauspielerin. Wenn ich immer das Gleiche spiele, ist oft sehr schwierig. Es kann eine wunderbare Absicherung fürs Leben sein, immer Derek. Eine Absicherung fürs Leben, aber Derek ist immer Derek und hat die 10 Gefühle von Derek und die Dinge, die ihm passieren. Also Haben Sie manchmal so Existenzängste, die ja bei Schauspielern berechtigterweise nicht selten vorkommen? Immer. Das ist eine Schauspielerkrankheit, ist jetzt schlecht ausgedrückt, weil es ist ja Realität. Es ist keine Krankheit, es ist Realität. Wir Schauspieler stehen immer am Existenzlimit und haben gute Zeiten. Das ist wie ein Fluss, der Wasser führt und es gibt mal ein Becken und es gibt mal einen Wasserfall und es gibt mal etwas, wo es ein bisschen dünner rieselt. Und wir haben jeder und hat da 1000 Oscar und wird da noch als so gut empfunden. Jeder hat Wellenbewegungen. Und man muss schauen, wenn die Welle hoch ist, sich da abzusichern, weil die Welle geht nieder, die geht runter und das hat nichts mit meiner Qualität zu tun oder desjenigen, sondern das sind die Gezeiten des Lebens eines Schauspielers. Sie sind so weise und als Sie das eben mit den Wasserfällen gesagt haben, ich empfehle Ihnen mal nach Island zu fahren, da gibt es Wasserfälle, große, kleine, das entspricht genau dem Bild, was Sie gerade entworfen haben. Liebe Christine Neubauer, herzlichen Dank, es hat viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen viel Erfolg natürlich und dass diese Ängste völlig unbegründet sind. Die sind nicht da bei mir. Gut. Ja. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.